Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist hier reingehen. Oh. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Bei den Texturen. So. Da springe ich nicht rüber. Andererseits, da könnte noch was anderes sein. Nope. Oh mein fucking Gott. Hey du. Mach da drin Rabatz. Ich sollte öfters die Waffe einsetzen, ohne Witz. Holy crap. Bei vielen Gegnern ist das ja übertrieben. Was kostet es? 5 auf beiden Seiten, oder? Aber ich probiere es nochmal, um zu gucken, wie viel es braucht. Ohne mehr. Mann, auf was war ich? Auf 80? 18 auf beiden Seiten, oder? Ja, 18 auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten. Könnte sich trotzdem lohnen. Bei vielen Gegnern lohnt sich das. Ich hätte ja richtig komplett aufgeräumt. Es hätte eine ganze Weile gedauert, bis ich die alle weggedonnert hätte. Uff. Really? Ich habe jetzt schon mehr auf der rechten Seite verbraucht, als ich den Stab benutzt. Bin ich auch einer noch? Okay, ich sollte langsam angreifen mit dem, mit der Waffe. Okay, hier gibt's einen Helm. Ich hoffe, das gibt. Ich hoffe, das ist Defensiv-Boost. Ein passiver. Oh, das ist gut. Quarzflasche. Holy crap. No. Wir können hier gar nicht rein. So groß. Das sieht so aus. Bemerk mich, auch nicht. Ein Buch. Wow. Holy shit, man. Thank you.
Das war nicht so geil. Ist das ein Item oder ist das ein richtiges Item? Nee. So ein Item. Okay, aber es ist, um irgendwo ein Rätsel zu lösen. Das ist schon mal etwas. Heilen. Na gut. Das war's jetzt aber hier. Ist das ein Schloss? Rusted Key. Meh. Hier ist aber kein Weg mehr, den ich gehen kann. Ich bin rechts nicht hochgegangen. Ist da oben der Rust zwischen den Dingern. Nope. Hier ist buchstäblich nichts mehr. Rechts noch was. Es ist frisch aufgegangen. Cool. So. Da unten ist Heilung. Das Runterfallen ist kein Tod. Aha, aber das ist auch nicht schlecht. Was passiert, wenn ich runterfalle? Was mit dir? Willst du nicht schlüpfen? Ah, soll mir recht sein. Hier kann ich hochhüpfen. Komm schon. Bin ich jetzt hinter der Tür, die ich hier aufkriege? Also, wow, der war mies. Hätte ich ein bisschen in die andere Richtung geguckt, hätte ich nicht gesehen. Ich wäre wieder eine Milliarde Jahre hier gestanden. Hätte nicht gewusst, wo es lang geht. Du kommst denn her? Warte mal, das sind genug. Ist noch einer von denen. Ah ja, jetzt habe ich. Gut.
Das war unnötig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwann ist doch auch genug. Quarzflasks, das ist schön. Ich habe gar nichts gehört, dass irgendwas passiert wäre. Okay, das ist gut. Oh, da ist noch eine Quarzflask. Das ist schön. Da auch. Bam, bam. Alles schön einsammeln. Oh. Ich habe insgesamt Munition gespart. Jawohl. Jetzt sieht es auch wieder ganz gut aus. Jetzt hier offen. Oh. Noch ein Buch. Aber ich weiß nicht, was ich mit den Büchern tun soll. Ich habe zwei Bücher bekommen, aber ich weiß jetzt nicht so genau, was ich mit den Büchern tun soll. Das ist wohl den Hub erledigt. Aber wo soll ich die Bücher benutzen? Drüben ist ein Weg. Wait. Ist das einfach nur, um da hinzukommen? Oder kann man noch rüberspringen? Braucht man doch gar keinen unsichtbaren Weg. Mensch, Mensch. Nein, ich bin einfach nur zu spät gesprungen. War nicht wonky. So, dann schauen wir mal, was wir mit den Büchern tun können. Keine Ahnung, wo ich die Dämonenkodexe benutzen muss. Ich nehme an, ich brauche die Dinger, um eine neue Welt zu öffnen. Gehe ich mal schwer davon aus. Weil momentan habe ich jetzt alles erledigt, meines Wissens. Muss ich irgendwie was anderes tun? Hier ist doch nirgendwo so aus, als würde man ein Buch brauchen, um was zu beschwören. Wait, der eine schaltet aber aus. Warum war der aus? Der hier ist noch an. Habe ich den hier eingeschalten? Ist jetzt was passiert?
Ja, jetzt ist das alles eingeschaltet. Ha, interessant. Ob was passiert ist? Hier war ein Zahnrad in der Mitte. Sieht ein bisschen aus wie ein Fahrstuhl da. Warte mal, ist auf der anderen Seite auch ein... Ne, hier ist keine Säule. Hier ist kein Schalter. Ne. Okay, hier ist nichts. Zwei Bücher habe ich gefunden. Oh, nee. Hier vielleicht. Muss ich auf so einem Ding stehen und das Buch benutzen? Nee. Hinten ist noch so ein komisches Dingens. Hier. Ah! Das ist jetzt aufgegangen. Nachdem ich das letzte Ding geöffnet habe. Oh nein. Also, irgendwo muss noch ein Zahnrad sein. Aber wo? Was soll das denn sein, bitte? Ich dachte, das macht mal irgendwo ein bisschen Pause. Komm schon, muss ich einfach durchrennen? Holy crap, nein, da muss ich nicht durchrennen. Was ein Scheiß, Mann. Warte mal, wo war das? Hier war das. Das dritte Zahnrad. Noch ein Zahnrad. Wo könnte das letzte Zahnrad sein? Also ein Zahnrad war da oben drin, bei den vier Dingern. Ich habe leider nichts zum Zeigen. Hier ist keine Maus. Doch, hier oben? Seht ihr die Maus? Ja. Hier war ein Zahnrad. Hier war ein Zahnrad. Und hier war ein Zahnrad. Wo könnte noch ein Zahnrad sein? Und ganz rechts unten ist die Bell, ist die Dingens. Ja, klingt auch... Ja, ich meine, da hier was war, ist eigentlich hier noch irgendwie Platz für ein Zahnrad. Das stimmt schon. Aber die Frage ist, wo genau das sein könnte. Also links ist... wo sind wir? Da. Hier irgendwo. Entweder oben oder hier unten. Vielleicht hier um die Ecke irgendwo. Hier war ich schon mal, hab den Knopf gedrückt. Auch Wände und so, es sieht nicht so aus. Man, ist das vielleicht aufgegangen mittlerweile? Nee. Sieht so aus, als würde das Ding aufgehen können. Boah, ich weiß nicht. Komm ich her?
Also auch nichts Neues. Ja, das ist auf jeden Fall das gleiche Material wie in der Mitte ist, ja? Das ist in der Mitte ist ein großer Fahrstuhl, der aufgeht, würde ich sagen. Mit dem man hochkommt. Achso, das ist das Gebäude, wo innen drin das Zahnrad war. Hier bin ich überall schon reingesprungen gewesen. Oder ist hier kein... Doch, da ist auch ein Loch. Ich habe nicht in jedes Loch reingeguckt, ja? Vielleicht ist ein Loch... Vielleicht ist eins von den Löchern nicht tödlich. Wow, wo kommst du denn her? Seht ihr das? Naja, unten ist ein Schalter, den habe ich bestimmt schon gedrückt. Müsste ein Mondschalter sein. Hab schon gedacht, ich habe was gefunden. Schalter gewesen. Fast wäre ich gestorben. Also ich habe einen Mondschalter noch nicht getroffen. Das kann ich auch sein. Aha. Kann es gut möglich sein, dass das jetzt jeder war. Jetzt war er eben. Frage ist aber, was wäre dann geschehen, wenn das der Fall wäre? Ich habe auch nirgends mehr eine Tür, die aufgehen könnte. Zumindest keine, die ich sehe und erkenne. Doch, der Fahrstuhl vielleicht. Aber ich würde eher sagen, dass der Fahrstuhl funktioniert, sobald die Uhr funktioniert. Nope, 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 der Fahrstuhl funktioniert jetzt. Ist hier auch was? Hallo? Ist da oben? Das ist ein Zahnrad in der Wand?
Ich krieg den Fahrstuhl an. Angeschmissen. Vielleicht mit dem Zauberbuch. Glaub's zwar nicht, aber. Hey, ich hab einen Zahnrad. Ah ja. Wait. Wo ist das Zahnrad her? Manchmal kriege ich Items und ich weiß nicht, wann ich die eingesammelt habe. Oh wow, die Uhr funktionieren. Das sieht man so selten, dass Uhren funktionieren in Spielen. Was ich super seltsam finde, dass heutzutage noch in Spielen einfach Uhren rumhängen, die sich nicht bewegen. Ich verstehe das nicht. Das war so ein Teleport-Dingens. Hatten wir schon mal in einem Level. Jetzt eher wie eine alternative Realität vor. Warte mal. Ist das jetzt ein Level oder ist das ein Hub? Ich hab das Gefühl, dass das der zweite Teil vom Hub. Fucking hell. Grenzt an Wunder, dass ich da nicht getroffen wurde. Ein Level oder ein Hub? Vielleicht ist es auch ein Hubble. Aber Hubble gibt's schon. Das hier. Ja. Das war zu offensichtlich, dass das was ist. Holy shit, das sind viele Gegner. Wow, holy crap! Dude! Was wäre das Wonky Death gewesen? Fuck.
du denn? Das ist doch ein Ordnung. Wow! Dude, was soll das, Mann? Wann habe ich das letzte Mal gespeichert, man? Da, fucking hell. In dem Level sollte ich vielleicht, aber nur vielleicht, speichern, bevor ich irgendwelche Schalter aktiviere. Hier könnte etwas dumm sein. Ich war eine Woche das gerettet und bin direkt in den nächsten reingelaufen. Wait, holy shit! Da ist ein Loch! Da wäre ich vorhin fast reingelaufen. Auch nicht gut aus. Oh. Die Frage ist, muss man das aktivieren oder nicht? Ob man es braucht oder nicht, wir wissen es nicht. Aber, falls ja, wow. Ach, Bullshit! Ist dafür Gegner drin? Nur solche? Könnte ich vielleicht ohne Special Attack machen? Oh, hier ist größer als ich dachte. Hier ist auch irgendwo ein Zauberer. Wow. An dem Spiel muss man wirklich ein bisschen auf die Munition aufpassen. Ich glaube, der ist da drüben, hinter der Wand, der Zauberer. Irgendwas ist hier seltsam. Weil hier nämlich gar nichts ist. Bedeutet es, dass hier irgendwas ist. So. Fuck. What? What in the shit?
Firestorm habe ich bekommen. Was ist das? Ist das ein Item oder ist das ein... Was ist das mehr? Zum Glück sind die Zauber relativ angenehm zu bekämpfen. Viel besser als im ersten Teil. Was ist das? Ein ja, hier oben ist eine Schädel. Habe ich aber gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur das nächstbeste Regal gedrückt und es hatte zufällig einen Schädel. Das ist ein Item? Das ist kein Item, was ich so habe. Firestorm. Was ist das? Aber nicht. Das weiß ich. Wir brauchen einmal einen Dungeon Key. Dann brauchen wir einen Axe-Key. Ich meine, da ist auch ein Schwert drauf, aber gut. Dungeon-Key, Axe-Key. What in the fuck is going on, man? Oh, ich wurde gesquished. Wonky. What is going on here?